Hallo zusammen. Der Stefan 123321 hat ja zum EDC-Video aufgerufen und da schließe ich mich jetzt mal gerne an. Bei mir geht es zwar hauptsächlich um Messer, aber ich habe natürlich jede Menge anderes Zeug täglich bei mir, an mir, benutze es und finde natürlich auch Gefallen an allerlei Klimbim rund um Messer und EDC. Hier fange ich einfach mal hier rechts oben an bei meinem Haustürschlüssel. Haustürschlüssel, nicht Haustierschlüssel. So einen kleinen Anso-Flaschenöffner, Prybar. Finde ich ganz cool. Ich mag Anso seine Tools, die er macht. Auch hier mit dem alten Logo noch. Inzwischen hat sein Branding umgestellt. Sieht ein bisschen anders aus. Dann habe ich da so einen lustigen Titan. Eckigen Ring. Gab es mal irgendwo bei Kickstarter oder ja, ich glaube bei Kickstarter war es. Dann habe ich hier vom Tieworks Berlin, von Tobi, hier einmal den Beat und diesen Glowfob oder wie sagt man dazu. Den habe ich geschenkt bekommen vom guten Freund aus der Szene. Begleitet mich seither, habe ich viel Spaß dran. Ja, ein bisschen Lanyard geknüpft. Und wenn ihr so ein Messer nicht so mag am Schlüssel oder für Beats, ja, ich stehe unheimlich auf Beats, aber nicht am Messer. Ne? Ihr seht es ja hier schon angedeutet. Habe ich noch ein paar andere, kommen wir noch dazu. Nehmen wir den mal beiseite. Ein anderes wichtiges EDC für mich natürlich, mein Otto. Leider macht Renault da ziemlich lieblose Schlüssel. Ja, sie funktionieren. Da habe ich hier von einem Amerikaner Maverick Beats. Müsste heißen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der Mann ist irgendwie Designer bei Oakley und macht privat nebenher. Coole Beats, habe ich noch ein paar andere da. Den Candy Bar heißt der hier aus schwarzem Delrin. Habe ich schon länger am Schlüsselbund begleitet. Seit auch einer Weile von den Daily Custom Beats hier. Mal in der Mitte aufgerüstet auf so ein Mokutai. Die anderen Enden sind hier Titan. Könnte man mal ein bisschen aufpolieren, dass das schöner zur Geltung kommt, das Mokutai. Werde ich mal irgendwann vielleicht mal machen. Und auch hier, klar, Baracord. Was ich mag hier als Stopper, ist der Diamond Knot. Ja, hat der Stefan ja auch ein schönes Video dazu, meine ich. Ja. Mein Ehering. Täglicher Begleiter. Was immer am Mann ist, ist eine Uhr. Die jetzt tatsächlich schon wieder seit einigen Wochen, die war in der Werkstatt. Das Werk musste mal frisch gereinigt und geölt werden. Die lief nicht mehr sauber, beziehungsweise hatte ziemlich Nachgang. Ist eine alte Junghans, soweit ich weiß, ist ja aus den 60ern. Das habe ich mal gebraucht, bei eBay gekauft. Man sieht der Uhr schon ihren Use an. Ja, schönes Teil. Automatikwerk, Datumsanzeige. Schöner Dreizeiger. Schöne Uhr. Uhr ist immer am Mann. Ja. Die kalte Jahreszeit kommt. Es ist dunkler. Trage ich auch gerne Taschenlampe. Die Schurfeuer macht hier besonders viel Spaß, muss ich schon sagen. Schöne kompakte Lampe. Ich mag diese Lampengröße sehr. Ja. CR 123 Batterie drin. Hier auch die, lasst mich überlegen, Boss heißt die Firma oder die Lampe mit einem Dreifach-LED und kann man, eine Besonderheit von der Lampe ist, man kann die über das Handy die Schaltzyklen programmieren. Geht mal auf die Homepage von dem
Hersteller von diesem LED-Inlay. Da kann man sich dann die Konfiguration der Lampe zusammenklicken, wie die schalten soll. Und dann erzeugt es Lichtflashes auf dem Display. Man stellt die Lampe in den Programmiermodus aufs Handy drauf und durch den Lichtimpuls, hier ist irgendwo ein Fotosensor drauf, wird die Lampe programmiert. So cool. Ich habe hier, da ist so eine Amber-LED drin. Und dann kommt Low, Mid und Vollgas. Dann brennen hier drei LEDs, Entschuldigung, brennen hier drei LEDs und machen die Nacht zum Tag. Total cool. Ja, und da habe ich auch ein kleines Lanyard dran gefummelt mit einem Zahnbeat aus Messing, macht ein russischer Macher. Copperhead 83, der macht tierisch geile Sachen, habe ich auch von einem sehr guten Freund geschenkt bekommen. Ich bin da echt gesegnet mit tollen Leuten. Danke an der Stelle nochmal an dich. Ich möchte jetzt deinen Namen nicht nennen, du weißt, wer gemeint ist. Dankeschön. Freue ich mich immer wieder, wenn ich das Teil sehe. Ja, und wenn es auch mal eine kleine Lampe sein soll, dann haben wir hier die Olight S1 Batten-Baton. Ihr kennt sie alle. Super kompakte Lampe. Geiles Teil. Geht schön in die fünfte Tasche der Jeans mit dem Magnet hier. Ich liebe dieses Teil. Genial. Hat Olight echt einen ganz, ganz großen Wurf gemacht damit. Mal vielleicht mal noch auffrischen in die Titan-Variante. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber die Lampe macht mich glücklich. Tolles Teil. Ja, ich arbeite im Büro und habe da immer meine Gedächtnisstütze dabei. Da drin ist ein Field Notes oder vergleichbares Heftchen. Das Ledercover hat da Andi gemacht, Andi Niederhoff. Und diesen Stift, den mag ich sehr. Das ist Biggie Design. Die machen viel Kampagnen über Kickstarter. Durch die Funktionsweise, legen wir das mal wieder weg. Durch diese Schraubfunktion, das ist die Feder rausgesprungen, durch diese Schraubfunktion frisst dieser Stift, ich weiß nicht wie viel, 100 verschiedene Minen, ja, weil er einfach die Länge durch dieses Gewinde hier einfach ausgleichen kann. Jetzt ist es komplett zu. Und dann wird er auch so lang. Also cooles Teil. Da können viele mit glücklich werden. Ich liebe das Ding. Hemdtasche, zack, drin. Auch der Clip ist auch noch gut für die Jeans. Kein so ein Popelclip wie bei vielen anderen Kulis. Macht Spaß. Ich habe jetzt Exemplare stehen hier eingesteckt. Ich habe in meinem Büro noch einige andere. Tactile Turn und auch andere Dinge. Die von Karandash heißt die Firma, glaube ich. Weiß nicht, ob es so richtig ausgesprochen ist. Die Schweizer Firma, die so einen schönen Kuli macht, wo ich auch sehr gerne benutze. Oder Lamy, was auch immer. Gibt viele schöne Stifte. Diesen hier mag ich aufgrund seiner Kompaktheit besonders gerne. Das Mäppchen hier für ein Messer und eine Lampe, das liegt eigentlich jede Woche in meiner Schreibtischschublade. Jetzt aktuell haben wir hier von Great Eastern mit Apfelschlunz beschmiertes Tidiut Cutlery 93. Braunes Micarta Messing Bolster. Sau geiles Messer. Macht richtig Spaß. So diese typischen Hippe oder Gärtnermesser, wie auch immer man es nennen mag. Cooles Teil. Schön verschnitzen. Macht Spaß. Und da haben wir hier noch eine. Sitzt der stramm? Also man verliert es nicht.
Kann man natürlich auch einen kleinen Kugelschreiber reinstecken. Probieren wir mal kurz mit dem hier. Ich habe den nie da drin, aber ihr seht, wenn das neu wäre, würde der da drin sehr gut sitzen. Fischer Space Pen hat er. Gibt es ja auch so einen kleinen pummeligen, der wird da auch gut reingehen. Böker Karl 50, der kleine. Oder eben hier auch von Mastrop. Ich glaube, die fertigt Lumintop. Für Mastrop. Inzwischen heißen die ja Drop. Habe ich mir in den USA bestellt und ein bisschen versucht, eine schöne Patina drauf zu machen, bevor es so ungleichmäßig, aber naja. Ich hätte den Ring besser vorher wegmachen sollen, der hat ja irgendwie das Messing verfärbt. Aber was soll's, macht Laune das Teil. Hat auch drei Modi, die sich nacheinander durchklicken. Schönes Teil, so als Backup in der Arbeitsschublade oder auch genauso gut in der Hosentasche. Dann nachher dieses Mäppchen als Set. Ganz tolles Teil macht da Niklas. Danke nochmal an der Stelle dafür, Niklas. Cooles Teil. Natürlich ein absolut wichtiger Teil des EDC, mein Geldbeutel. Ja, der ist aus England von Terrier Leather. Schönes, dickes Leder. Ihr seht ja, braunes Leder. Hier auch an der Uhr. Ich mag es sehr. Mein Gürtel könnte ich jetzt auch noch hier dazu werfen. Der ist von Daniel DP Leather. Ich mag einfach so custom gemachte Sachen. Kleine Wallets gibt es genug. Mir hat jetzt das hier von Terrier Leather sehr zugesagt. Alternativ hätte ich mir was von DP Leather vom Daniel machen lassen, weil er macht auch schöne, sehr schöne Mini-Wallets. Hat die Tage gerade auf Instagram eins in einem geilen grünen Leder gezeigt. Hätte mir auch sehr gut gefallen. Naja, man kann nicht alles haben. Vielleicht später mal. Mal schauen. Ja, noch kurz zu den Messern. Was ich in letzter Zeit recht häufig dabei hatte: Viper Dan 2 in rotem, weinrotem Micarta. Saugeiles Messer. Hat mir richtig positiv überrascht. Immer wieder gern dabei: das Soldatenmesser von Wenger. Baujahr. Natürlich passend drauf. Schönes Teil. Hat auch schon ein bisschen Use gesehen. Allerdings mehr vom Vorbesitzer als von mir. Wenn es mal irgendwo konform sein soll und brav und keine Aufmerksamkeit erregen, dann ist das oft das Messer der Wahl. Und was ich auch gerne als User dabei habe, hier auch mit einer schönen Custom-Lederscheide. Ganz ehrlich, die ist so geil. Ich habe noch nichts Besseres auf dem Markt gesehen. Macht ein Amerikaner, der James, so ein bisschen mehrfarbig gestaltet. Zwei Schichten, Feintechner könnte man da schon fast dazu sagen. Nicht, also sehr aufwendig. Schönes Teil. Trage ich immer wieder gerne. Ist passend gemacht für dieses etwas ältere Great Eastern 73. Mit Sicherheit mein meistgenutztes Great Eastern. Schöne Patina drauf, grünes Micarta, cooles Messerchen. Ja, wenn ihr zu irgendwas von den schönen Sachen ein bisschen näher wissen wollt, wer hat es gemacht, wo kommt es her, haut es in die Kommentare, ich gebe euch gerne einen Link rüber. Ja, das war's für dieses EDC-Video. Hat Spaß gemacht. Vielleicht gibt es in der Zukunft mal wieder einen Aufruf für zeigt euer EDC. Dann hänge ich mich gerne wieder ran. Dann liegt da vielleicht auch wieder ein bisschen was anderes. Mal schauen. Macht's gut. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ciao.